Das Kind ist krank und die benötigte Medizin nicht zu bekommen, selbst erlebt von vielen anderen Eltern gehört. Bei über 470 Medikamenten gibt es aktuell Lieferengpässe. Wie kann das sein? Häufig geht es dabei um sogenannte Generika, also Nachahmerpräparate, die günstiger sind, weil die Patente abgelaufen sind. Das sind in Deutschland immerhin 80% aller verschriebenen Medikamente. Das Problem ist jetzt, dass viele Hersteller in Asien produzieren. Dort sparen sie bis zu 40% der Kosten und in Krisenzeiten macht das Lieferketten auch anfälliger. Böse, raffgierige Hersteller also? Das Problem ist komplexer, denn um Kosten zu sparen, bevorzugen Krankenkassen die günstigeren Generika-Anbieter. Gesundheitsminister Lauterbach hat jetzt ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das genau diesen Kostendruck verringern soll. Damit wäre es wieder für Produzenten attraktiver, Deutschland zu beliefern, und es soll mehr in Europa produziert werden. Aber ob das so kurzfristig möglich ist? Experten sind da mehr als skeptisch.